schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zu einer neuen Folge Chirofaszienpraktik. Mal irgendwie anders. Mein Name ist Linda, ich stehe eigentlich hinter der Kamera und bin in der Regel stets bemüht, jedes Bild, was von mir auftaucht, zu verpixeln. Da wir aber heute ein kleines Jubiläum haben, mache ich da mal eine Ausnahme. Ich habe heute mir tatkräftige Unterstützung geholt von der lieben Claudia. Hallo. Claudia ist seit vielen Jahren bei uns. Sie ist Heilpraktikerin und Physiotherapeutin und der ein oder andere kennt sie vielleicht auch schon aus der eigenen Behandlung. Und was haben wir heute vor? Ihr habt uns sozusagen den Tipp gegeben, dass wir einmal den eigentlichen Protagonisten füllen, den lieben Thomas. Und das machen wir heute. Also Claudia macht das heute. Ich gehe gleich wieder hinter die Kamera. Und wer jetzt glaubt, dass es heute so ein riesen Mädelsding wird, der hat sich getäuscht. Wir kennen ja unseren Pappenheimer, weil wenn der die Kamera sieht, auch in der horizontalen, wird der eh plappern. Also von daher, wir wünschen euch jetzt viel Spaß zu der 100. Folge unserer Chiro-Faszienpraktik. Viel Spaß! Servus, da bin ich. Wenn ihr mich wiedererkennt, heute mal in Zivil. Warum? Linda hat das vorhin schon schön gesagt, heute Jubiläumsfolge, 100. Folge, wir haben uns selber ein bisschen erschrocken, ging irgendwie ganz schön schnell und ja, dafür sind die Kommentare da, dafür sind die Abonnenten da, ihr gebt uns Empfehlungen, wir folgen euch und ich persönlich fand das eine total tolle Idee, dass ich einfach mal behandelt werde. Wir machen das übrigens hier intern im IBT ab und zu auch mal. Das heißt, wir kennen uns gegenseitig schon ein bisschen. Und für mich mit Abstand am besten geeignet ist Claudi. Die habt ihr ja vorhin schon kennengelernt. Und Claudi wird mich heute mal so richtig auseinandernehmen. So. Und da sind wir mal gespannt, was alles passieren wird. Ich weiß ja selber nicht so ganz. Also ich kenne so ein bisschen meine Problemstellen. Du ja auch, ne? So ein bisschen Schulter-Nacken-Therapeuten-Ding halt. Ne? Schulter-Nacken, wir drücken immer viel und dann hier... Unterarme. Ist halt so. Und da wird mich die Claudi jetzt gleich mal richtig schön zerflexen, hoffentlich. Klar, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Gott sei Dank bin ich überhaupt nicht schmerzempfindlich. Wir werden sehen. Was zu beweisen wäre. Ja, genau. Okay, leg mal los. Also, wir gucken uns jetzt erstmal Thomas Becken an. Sitz doch mal still. Ich könnte sein, dass ich kalte Hände habe. Genau. Sagt so. Sie, als ich schon ihre Hand dran habe. Entschuldigung. Okay. Roll dich mal nach vorne ein. Roll dich mal runter. Und wieder zurück. So. Na, da merkt man schon so, die linke Seite bewegt sich nicht so gut mit wie die rechte. Mach ich nochmal. Und einmal wieder zurück. Voll anstrengend. Und nochmal bitte. Boah. Ich fange jetzt schon an zu schwitzen. Genau, also die linke Seite bewegt sich deutlich weniger als die rechte Seite. Ich mach mal hier. Malst du mich jetzt an? Ich mache ich jetzt an. Du kennst das. Kannst ruhig ritzen. Sag mal. Glaubst du wohl nicht. So. Ja, nach 100 Folgen ist so ein Marker halt auch mal leer. Vielleicht bräuchten wir mal einen neuen. Dann, genau, beweg dich nochmal nach vorne, roll dich nochmal ein. Und wieder nach oben. Und das Ganze nochmal. Reicht? Okay, nee, den machen wir auch noch. Noch einen? Ja. Genau. Okay, so, der Rest bewegt sich gut mit, aber hier unten sieht man auf jeden Fall, merkt man auf jeden Fall, dass die linke Beckenhälfte sich nicht so gut mitbewegt wie der Rest drumherum. Wir gehen dann eine ganze Station höher, Richtung Brustwirbelsäule. Da wirst du nichts finden. Ich habe die beste Brustwirbelsäulenaufrichtung. Echt? Das war doch noch nie so. Da muss auch mal ein bisschen Farbe ran. Ich wollte gerade sagen, aber das geht schnell bei mir. Eigentlich brauchst du gar nicht den Stift. Ich bin nämlich sehr gut durchblutet. Genau, und hier merkt man auch in der Mitte der Brustwirbelsäule haben wir eine leichte Abweichung. Auch nach links rüber. Der sechste Brustwirbel steht da auch nicht so, wie er stehen sollte. Der sechste. Magenbeschwerden auch nervöser Art. Tja,
sorry. Könnte sein, ne? Könnte sein. Mhm. So, da machen wir auch mal ein Kreuz. Der ist echt nicht mehr so gut, der Stimme. Nee, musst du ritzen. Der ist schon viel von verbraucht. Okay. So, dann gehen wir nochmal ganz nach oben Richtung Halswirbelsäule. Aber vorsichtig bitte, nur nicht so doll. Da merkt man halt direkt, die ist nicht so ganz entspannt, das Gewebe drumherum. Da. Also so von den Wirbeln her passt es gut. Aber man merkt halt drumherum, es ist auf jeden Fall viel zu fest. Also wenn ich jetzt hier drauf gehe, könnte es sein, dass es auch ein bisschen wehtut. Warte, er sagt immer, guck mal nach links, soweit wie es geht. So weit war ich noch gar nicht. Ich bin auch schon Therapeutin geworden. Ja. Ich wollte gerade erst mal darauf hinweisen, dass rechts deutlich weniger ist als links. Ja, ne? Zieht auch links, so, ja, auf, zieht auch so, ja, linke Seite. Zieht auch ein bisschen ins Ohr. Okay, rechts zieht es nicht. Doch, rechts zieht's. Mhm. Und ja, auch. Also ist es schmerzhaft? Ja, nein, es ist beides schmerzhaft. Okay, also so würde ich sagen, links ist auffälliger als rechts. Mhm. Dann dreh mal bitte den Kopf einmal nach rechts rum. Hallo. Einmal nach links rum. Beste Rotation ever. Aber da ist nicht so, nicht so schön, doch, oder? Doch. Das sieht ein bisschen gequälter aus. Ja, okay, gut. Ein bisschen zeitverzögert, das stimmt. Hast du recht. Ja, okay. Mhm. Gut. Dann würden wir erstmal hier unten das Becken in die richtige Richtung bringen. Ja. Dann die Brustwirbelsäule. Aha. Und dann so ein bisschen Spannung hier oben aus dem oberen Bereich rausnehmen. Ja, okay. Okay. Ja, dann lass mal loslegen, ne? Ja, dann mal los. Gut, dann fangen wir mal an und du darfst dich einmal auf die rechte Seite legen. Ja. Wir fangen erst einmal damit an, das Gewebe so ein bisschen vorher zu entspannen. Aber nur ein bisschen. Aber nur ein bisschen, genau. Ja. Ich weiß, du bist da empfindlich, deswegen. Ja. Versuchen wir es mal möglichst sanft. Also wenn wir das vorher halt so ein bisschen vorbehandeln, fällt die Mobilisation gleich so ein bisschen leichter. Wie ist denn das so? Naja. Wie bitte? Es ist angenehmer. Schön. Okay. Tut das weh? Nein. Nein? Nein. Echt nicht? Das wundert mich. Das fühlt sich ganz anders an. Man könnte meinen, es könnte wehtun. Wenn ich hier gleich einen Schweißausbruch kriege, ne, dann bist du schuld. Okay. Kannst du mit leben, ne? So, auf einer Schmerzskala zwischen 0 und 10. Wenn 0 so gar nichts ist, und ja, 10 so richtig. Ja. Wo sind wir denn da? Also 11 gilt nicht. Minus 1. Du musstest dich schon ein bisschen anstrengen. Fuck! Okay. Okay, provoziert nie Claudi. Nein, ist schon eine gesunde 8. Echt? Jetzt ernsthaft? Okay. Ist der Schmerz punktuell oder zieht er ins Bein runter oder den Rücken weiter? Nö, schon sehr punktuell da, wo dein Daumen sich befindet. Kennst du denn diese Ecke? Also hast du da mal Probleme zwischendurch? Das ist immer mal wieder gehabt, ja. Aber momentan eigentlich nicht, aber das heißt ja nicht nur, weil was da ist, dass man es nicht merkt. Das ist ja immer die gleiche Scheiße. Ist schon, was ich meine. Machst du denn selber zwischendurch was dafür? Also den Blackball oder... Oh, fuck! Oder sowas. Gut, dass ich immer Lotion benutze. Das mache ich ja grundsätzlich nie tatsächlich. Ja. Okay, was war nochmal deine Frage? Jetzt die Frage weiß ich, war, ob du selber zwischendurch mal was dafür machst. Ob ich was dafür mache? Was wegen der... Ja, natürlich. Ich mache jeden Abend, das predige ich ja immer. Deswegen die Frage. Mit der Blackroll, mein Schulternackenbereich, Brustwirbelsäule abrollen und Lendenwirbelsäule. Dann mache ich die Dreh-Dehn-Lagerung. Okay. Und ein bisschen Bauchmuskel. Genau. Weil mir das am besten hilft. Ja, vorbildlich. Ja. Wie ist es denn jetzt so? Super, ist schon viel besser geworden. Ich merke kaum noch was. Das Gute ist, dass ich jetzt durch das Schwitzen jetzt gleitet dein Finger so richtig schön. Genau, das ist fast wie Lotion. Puh, okay. Aber ich würde jetzt auch sagen, das fühlt sich jetzt deutlich besser an. Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen Spannung rausgenommen haben, versuchen wir auch gleich nochmal das Becken direkt zu mobilisieren. Ich gleich, bin dabei. Super, dann rutscht so ein kleines bisschen weiter zu mir nach vorne einmal. Ach, mein Kopfkissen ist weg. Dankeschön. So.
Ja, perfekt, genau. Du darfst das untere Bein einmal ein bisschen länger strecken. Das obere ziehe ich mir so ein bisschen nach vorne. Dann nehme ich mir deinen unteren Arm einmal, ziehe den einmal vor. Dann darfst du einmal Ellbogen an Ellbogen greifen. Ich verdrehe dich jetzt hier nochmal so ein bisschen. Dann darfst du einmal einatmen. Okay, wieder ausatmen. So. Nochmal weiteratmen. Okay, dann schauen wir uns das Becken gerade nochmal an, wenn du dich einmal wieder hinsetzt. Ja, gerne. Erkennen wir eine leichte Rötung, so im linken Bereich. Bei mir wird nie was rot, das kann überhaupt nicht sein. Okay, und dann darfst du dich noch einmal nach vorne rollen. So, und einmal wieder zurückrollen. Genau, und da bewegen sich jetzt eigentlich auch beide Seiten wieder gut mit. Das heißt, sicher? Ich bin mir sehr sicher. Okay, gut. Dann gehen wir eine Station Richtung Brustwirbelsäule. Dafür da brauchst du jetzt gar keine Lotion mehr, weil da bin ich jetzt, weiß ich nicht, sieht man das? Nee, ich finde schon total schwitzig. Du darfst dich gleich einmal auf den Bauch legen, wenn ich... Ja. Wenn du das nur hörst, dann... Da ist es. Jawohl. So. Oh. Alles gut? Mhm, schon. Ja? Ja, also ich schwitze ja ganz leicht und kann es gleich ruhig ein bisschen intensiver noch machen. Ja, okay, das ist kein Problem. Das kriege ich hin. Genau. Einmal mit der Nase voll durch, einmal beide Beine anheben. Ja, und das ist schön. Genau, perfekt. Und einmal wieder absetzen. So, ja, dann schauen wir doch mal, wie das hier so klappt. Genau, Lotion brauche ich nicht. Dann. Wehe, du nimmst deinen Ellenbogen. Nein! Das habe ich schon häufiger bei dir gesehen. Heute nicht. Okay. Heute nicht. Das ist aber noch ganz okay, oder? Ach, das ist schön. Das ist schön. Das freut mich. Okay. Ich weiß gar nicht, wer hat denn da nochmal gefragt? Robert? Ich glaube, Robert hat gefragt, ob ich mich nicht mal filmen lassen wollte. Und dann dachte ich erst so, nee. Und dann dachte ich so, ja, warum eigentlich nicht? Und jetzt merke ich gerade, ja, gute Idee. Es wird mal wieder Zeit. Ja. Merkst du da einen Unterschied zwischen links und rechts? Ich finde es gerade beidseits richtig gut. Okay, ich auch. Ja. So, dann darfst du einmal beide Arme zur Seite legen, also an den Körper ran. Ja. Genau. So, dann machen wir das mit dem Atmen von gerade eben nochmal. Das heißt, du darfst gleich einmal tief einatmen und dann einmal ausatmen. Aber nicht knacken, ne? Nein. Okay. Niemals. Ja. Atme einmal ein. Ah, nein. Jetzt. Auf drei. Meinetwegen, drei, nee, also, andersrum. Also, eins, zwei, ja, genau. und drei. Also auf und oder drei? Ja, auf drei. Eins, wer zählt denn jetzt? Ich. Eins, zwei, drei. Du bist zu schnell. So. Mach einfach, atme einfach. Und ausatmen. Genau. Oh Gott. So, dann gucken wir hier nochmal. Das sieht jetzt auch wieder schön aus. Das heißt, wenn ich jetzt hier durchs Gewebe durchgehe, haben wir keine Abweichung mehr nach links. Sondern? Kannst du ruhig noch ein paar Mal häufiger durchs Gewebe gehen. Ja. Es ist doch schon rot genug. Oh, kannst du auch mal mit der Faust, kannst du auch mit dem Ellenbogen, mach mal ruhig. Ja, zu sicher. Ja, mach mal. Mach mal. Du wolltest es so. Ja. Das ist gut. Linda, werde ich rot? Dezent. Minimal. Gut. Minimal. Okay. So. Okay, dann haben wir die Mitte. Dann fehlt uns noch der obere Bereich. Dafür darfst du dich nochmal wieder hinsetzen. Ich glaube, ich mache gerade die Rolle. Alles gut? Ja. Warte mal, ich muss mal selber gucken. Na, herrlich. Ah, nee, das sieht ganz gut aus. Eine schöne Durchblutungsautobahn. Okay. Ah. Ich fange mit der linken Seite hier oben an, weil die einfach ein bisschen auffälliger ist. Auch wenn du den Kopf drehst. Genau. Mhm. Da ziehen wir jetzt auch erstmal einfach durchs Gewebe durch.
Wird das nicht die Brustwirbelsäule noch weitermachen? Nein. Okay. Ich habe mir gedacht, der Nacken hat es nötiger. Mensch. Er fühlt sich schon viel besser. Das glaube ich nicht. So, einmal noch? Ja. Okay, dann dreh noch mal den Kopf nach rechts. Genau, dann einmal nach links rum. Ja, das geht schon einen Tick weiter als gerade eben. Echt? Dann, ja. Ich merke das nicht, ich kann das auch nicht sehen. Ja, dann passt. Seht ihr das? Ja, genau. Okay. Das ist fast wie eine Eule. Ich kann das aber 360 Grad. Ja, da arbeiten wir jetzt dran. Oh, ja. Wie ist denn das so? Das ist richtig gut. Schön. Das fühlt sich. Fühlt sich auch richtig gut an. Ja. Man hört das sogar. Ach, was knurrt denn da immer so? Ich glaube, das ist ein Knochen. Beliebte Frage, was springt denn da eigentlich immer so, Claudi? Ich glaube, es ist ein Knochen. Das ist ein Knochen, der da springt. Meistens ist es ja zum Glück nicht so. Meistens sind es die Sehnen, die hier am Sehnenansatz befestigt sind, die dann so viel Spannung haben, dass sie mir hier wirklich wegploppen. Ja. Das kennt man auch mit dem Faszienball, wenn man da drauf gehen will. Ja. Würdest du sagen, ich streng mich an bei der Arbeit? Denk doch, ich bin dein Chef. Ja, bestimmt. Durchaus. Meistens ja. Gut. Aber das Ploppen wird ein bisschen weniger. Also das Springen hier wird. Ja, doch. Okay. Wenn du das langsam. Ja. Ja. Das fühlt sich auch echt gut an. So. Dann das Ganze nochmal rechts. Aber da ist echt weniger. Das ist nicht ganz so laut wie auf der linken Seite. Mhm. Naja. Doch. So, irgendwann haben wir den ganzen Rücken auch rot, glaube ich. Ja. Manchmal liegt das Knacken ja auch am Alter. Das knackige Alter oder so. Ich bin in Knopselaune heute, glaube ich. Meine Sehnen springen vor Entzückung, wenn du sie gerade behandelst. Das wird es wahrscheinlich sein. So, dreh nochmal bitte den Kopf nach rechts einmal rum. Ja, super. Und einmal nach links rum. Okay, perfekt. Gut. So, machen wir eine kleine Pause. Eine kleine Trinkpause. Okay. Wo wir gerade hier noch so im Sitz sind, gucken wir einmal nach der Schulter, nach der Kapsel, wie viel Spannung da drin ist. Dafür darfst du einmal den Arm, die Hand aufs Becken setzen. Ich gehe einmal hier durch, halte hier vorne einmal gegen. Und dann darfst du einmal den Arm hier zu mir zurückkicken. Jo, ah, guck mal. Es ist noch. Was war das? Okay. Ausgekugelt. Das war's. Genau, das ist auf die andere Seite. Haben wir die Frage beantwortet, ob da Druck in der Kapsel war? Könnte sein. Ich glaube schon. Okay. So, das Gleiche machen wir hier nochmal. Genau. So, dann. Okay, gib nochmal einen Impuls nach. Oh, das schafft. Ganz gepackt. Und ich möchte festhalten, der blaue Fleck hier vorne war schon, der ist nicht von mir. Das war so eine blöde Autotür. Ich weiß nicht. Dumm, oder? Sich die Kante da reinzuhauen. Und jetzt? Bauchlage bitte nochmal. Ja, gerne. Sagst du jetzt? Oh, doch. Genau, so ist schön. Nochmal Brustwirbelsäule, oder? Das tat so gut vorhin. Ne, wir gehen eine Station höher, Richtung Halswirbelsäule. Okay. Auch da gehe ich jetzt erstmal auf die linke Seite. So in diese Ecke hier. Ne? Merkst du selber, glaube ich, da ist nicht so gut. Bist du nervös? Der Kopf sieht so blau aus. Ich glaube, ich finde das nicht so cool. Das ist einer meiner liebsten Griffe hier oben. Kannst du dich auch nicht wehren. Wie ist denn das so für dich? Super. Das freut mich.
Hast du zwischendurch mal Kopfschmerzen? Also so grundsätzlich oder eher weniger? Nur wenn ich Linda zu lange sehe. Entschuldigung. Das kann ich verstehen. Ansonsten geht's mir immer gut. Schön. Das liegt aber nur daran, dass Linda so einen Elektrosmog umgibt. Entschuldigung. Handy, Computer, Kamera, Implantate, was auch immer. Implantate? Bestimmt. Bestimmt auch so Neuroimplantate oder so. Genau. Ich wüsste nicht, woher sonst immer diese Gedankenblitze herkommen würden. Das muss ich mir hier bieten. Außerdem hast du immer so ein Blinken im rechten Auge. Das hat was mit der Akkuleistung zu tun. Redet ruhig weiter. Wie ist das hier so? Na, spitzenmäßig. Schön. Super. Zieht dir davon jetzt der Schmerz irgendwie in den Kopf? Nee. Oder Schulterblatt runter oder so? Nein, nein, okay. Bleibt nicht direkt an der Halswirbelsäule. So. Wenn wir gerade schon mal hier oben sind, gehe ich nochmal hier oben einmal auf die Schulter drauf. Auch eine ganz tolle Stelle gemacht. Ja. Die oft schon auch wehtun kann. Ja, die zieht so. Zum Rechten. Wo ist denn jetzt rechts? Jetzt muss ich überlegen. Oh, zur anderen Seite, Mensch. Nein, zur Linken. Ah. Genau, versuch dich doch mal zu entspannen. Ich bin dabei. Wir sind ja kurz vor Wellnessbehandlung. Ich denke einfach, ich stelle mir einfach vor, Linda erzählt mir einen Witz, dann entspanne ich immer. Was war das mit Wellness? Das ist meine Vokabel. Echt? Oh, die kam jetzt aber erst ganz langsam durch mein Gehirn gesickert. Ja, das hat aber lange gedauert. Merkst du, da haut es auch immer noch mal ab? Da so. Was ist denn das für eine Stelle? Ich würde ja sagen, da sind wir noch mal so ein bisschen in der Schulterblatt-Gegend. Ja. Sehnenansatz. Mhm. Also Ansatz der Sehnen, die dann zum Kopf hochlaufen. Wo sind wir da zwischen 0 und 10 vom Schmerz? Da sind wir bei 4. Echt? Ja. Das fühlt sich viel schlimmer an. Nee, das ist super. Ich finde es richtig gut gerade. 4 ist langweilig. Da würde ich sagen. Nein, ist nicht langweilig. Doch. Nein, nein. Da findest du noch eine bessere Stelle. Ich wollte gerade sagen, da wechsle ich mal zur anderen Seite. Das ist das 1. 1. Du siehst die Skala jetzt andersrum wahrscheinlich. Ja, scheiße. Also, sein Kopf sieht wirklich ja sehr ungesund blau aus. Ja, allerdings sieht er nicht immer so aus? Ja. Dafür kannst du aber noch viel reden. Ja, also reden geht immer. Die letzte Luft, ja. Du kannst sogar unter Wasser reden. Da machen wir einen Outtake von. Das probieren wir aus. Das könnt ihr nächste Woche dann machen. Wie ist das für dich auf der Seite? Du machst das mit deinem kleinen Finger? Ja. Das merkt man. Mit ganz wenig Druck. Ja. Das ist okay. Schön? Mhm. Super. Da gehen wir jetzt auch nochmal oben auf die Schulter drauf. Schöner als rechts? Ist besser. Das ist links, ne? Das ist jetzt rechts. Das ist jetzt rechts, ja, stimmt. Genau. Das zieht jetzt nicht zum Ohr. Okay. Ja, auf der Seite ist es Wellness. Also, das könnte viel schlimmer sein. Also, ich bin schon mal gespannt auf denjenigen, den ich als nächstes behandeln werde. Wieso? Ja, naja, ich werde ja vor Kraft und Mobilität werde ich ja nur so strotzen mit der Behandlung.
Ach, es ist immer wieder gut, selber mal auf der Liege zu liegen. Linda, soll ich dich nicht beim nächsten Mal mehr behandeln? Ich finde das eine gute Idee. Kommt mir gerade so. Das wollen wir mal hier nicht übertreiben. So. Okay, gut. Dann würde ich sagen, so die wichtigsten Strukturen haben wir hier oben jetzt durch. Es ist auch alles schön rot und warm. Also Ziel erreicht auf jeden Fall. Ja. Dann klaue ich dir einmal die Rolle und dann lasse ich mich. Nee. Doch, man soll mal aufhören, wenn es am schönsten ist. Nee, doch. Lass mich doch nochmal liegen. Ey. Jetzt gibt es noch 5 Minuten Ruhe. Haben wir schon mal 5 Minuten Ruhe gehabt während deines Videos? Nee, ne? Also das Video wird auch eine Stunde lang werden, aber nur, weil Thomas davon 45 Minuten schläft. Okay, gut. Thomas, geht's dir gut? Ja. Also mein Rücken fühlt sich gerade so an, als ob er in Malle ein bisschen zu lange in der Sonne gelegen hätte. Auf Malle in der Sonne. Aber ja, das fühlt sich richtig gut an. Ah, wow, okay, können wir das mal häufiger machen? Ja, klar, auf jeden Fall. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Das tat gut, Claudi. Dankeschön. Was fandst du denn, was war denn bei mir am auffälligsten, außer dass ich wenig geredet habe? Für deine Verhältnisse? Ja, finde ich schon. Da weißt du mal, was ich sonst hier ertrage. Also am auffälligsten fand ich, glaube ich, wirklich die linke Seite des Nackens. Ja. Ich glaube, die Ecke fand ich am schlimmsten, ja. Hm. Genau. Ja. Und was sagst du als Therapeutin, warum ist das links der Fall? Bist du Linkshänder? Nee. Die Fragen kommen wir ganz häufig. Ist halt manchmal so, ne? Keine Ahnung. Obwohl ich in der Therapie auch häufiger die Erfahrung gemacht habe, dass bei Rechtshändern die linke Seite häufiger stärker verspannt ist und bei Linkshändern die rechte Seite. Ich habe da für mich so die Theorie, dass die eine Seite, man denkt immer, dass die Spielhand kräftiger ist, weil man die mehr benutzt. Aber die andere Seite, die hält und stabilisiert eigentlich auch immer viel. Und deswegen ist sie auch immer ein bisschen kräftig. So, ja, so viel dazu. Andere Option wäre, wo ich gerade auf deinem Platz sitze. Und merke, ich sitze ja auch quasi leicht rotiert. Wenn ich jetzt vor deinem Rechner sitzen würde, hätten wir auch so eine leichte Rotation nach links immer dabei. Also je nachdem, wie lange du das vielleicht machst, wäre das auch noch eine Idee. Dass es daher kommt? Ja. Das hält ja auch alles auf. Ja, aber ich sitze ja nicht so vorm Computer. Das wäre jetzt meine Frage. Wie sitzt du denn vor dem Computer? In unseren Arbeitsplatz, ergonomisch, ganz wichtigen Gartenstühlen, sitze ich natürlich so vor meinem Computer. Da bist du dir sicher. Aber sowas von. So. Nein, also eine Rotation habe ich da nicht drin. Das sage ich jetzt nur, weil Linda mit der Kamera mir den Kopf verdreht. Aber ansonsten, nö, weiß ich nicht. Achte doch mal drauf. Achte drauf. Vielleicht einfach mal arbeiten, ne? Ist ja auch erstmal egal. Es fühlt sich gerade echt richtig gut an. Und jetzt könnte ich eigentlich direkt mit Linda weitermachen. Was soll ich denn jetzt nach der Behandlung beachten? Du könntest darauf achten, dass du ein bisschen mehr trinkst. Ein bisschen mehr Wasser trinkst. Man sagt immer, das Gewebe klebt nicht so schnell wieder zusammen, wenn wir mehr Flüssigkeit im Körper haben. Okay. Du könntest eine kleine Runde draußen leicht spazieren gehen. Ja, unbedingt. Super weiter. Im Beckenbereich mobilisiert und das Becken läuft sich dann wieder etwas besser ein, wenn wir danach etwas Bewegung haben und uns nicht direkt wieder hinsetzen. Mhm. Und ansonsten die frische Luft tut eigentlich nach der Behandlung auch immer gut, dass man wieder so ein bisschen besser klarkommt. Ja. Hier waren schon ein paar intensive Punkte dabei. Brustwirbelsäule war eigentlich recht angenehm, aber Schulter-Nackenbereich ging schon vorwärts. War das denn jetzt, waren das deine Daumen oder war das ein Holzstock? Nein, das war ich. Ist das so, Linda? Okay. Krass. Ja, ey, tat auf jeden Fall echt gut. Danke, Claudia. Das freut mich. Gerne. Danke, danke. Und ja, so. Gib bitte mehrere von diesen Kommentaren, wovon ich profitieren kann. Also ich fand es heute auch richtig cool, einfach mal selber nicht Gas geben zu müssen, sondern richtig schön einmal durchgewalkt zu werden. Und ja, ich fühle mich jetzt fit für kommende Aufgaben, für kommende Herausforderungen. Und ja, was sage ich immer noch am Ende des Videos? Tschüss. Gib uns einen Daumen nach oben.
Wenn dir die Folge gefallen hat, heute mal alles ein bisschen anders. Ihr habt endlich mal Linda gesehen. Ich bin durchbehandelt worden. Kommentare bitte unten drunter schreiben. Und natürlich, wir sind kurz vor den 20.000. Also, gib uns noch ein Abo. Da würden wir uns auf jeden Fall auch drüber freuen. Und beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall wieder behandelt. Habe ich jetzt mal so beschlossen. Weitere 100 Folgen. Oh ja, 100 Folgen werde ich jetzt behandelt. Ich bin gespannt. Naja, mal schauen, wie es weitergeht. Also, Claudi, danke nochmal. Gerne. Linda, da hinten, ne? Sehr auch gerne. Danke nochmal an dich und danke an dich, dass du zugeguckt hast. Und dann bis zum nächsten Mal, bis zur 101. Folge. Tschö.